Guten Abend. Herzlich willkommen zu Brennpunkt Kino TV. Heute ist Sebastian Bachreuther live bei der Preview von Neues vom Wixxer. Hinter mir begeben sich schon die Schauspieler Oliver Welke, Oliver Kalkofe, Bastian Pasewska, Christiane Paul und die Urlegende der Edgar Wallace-Filme Joachim Fuchsberger in Position. Ja, und wie es so kommt, habe ich in der Aufzählung Roger Willemsen vergessen. Ist schon einige Jahre her. Das war im März 2007. Die ganzen Schauspieler vom Neues vom Wixxer waren auf Kinotour durch Deutschland. Diese Aufnahmen entstanden im Hamburger Cinemax am Dammtorbahnhof. Dort haben sie, wie man sieht beim Fotocall, sehr lange posiert. Das ist schon etwas ungewöhnlich. Normalerweise, gerade bei US-Schauspielern, das geht da ganz, ganz schnell. Also mit Glück hat man mal eine Minute Zeit, Fotos zu machen, oftmals nur 30 Sekunden. Das glaubt einem kaum einer, wenn man das nicht wirklich mal erlebt hat. Hier aber haben sie sich sehr viel Zeit gelassen. Es war sehr lustig, gerade auch, weil sie sehr offen waren. Viele Witze wurden gerissen. Und ich habe es einfach mal fast ungeschnitten belassen. Ja, für mich selbst war das auch ein sehr schönes Erlebnis, irgendwo mal diesen Schauspielern sehr nahe zu kommen, gerade wenn man so mit Joachim Fuchsberger aufgewachsen ist. Ich habe seine Fernsehshows gesehen, ich kannte die Wallace-Filme von ihm und es war schon sehr eindrucksvoll, ihn mal wirklich hautnah zu erleben. Etwas abseits davon durfte ich später mit seiner Frau etwas länger reden. Stand zufällig neben mir und sie erzählte mir von ihrem Leben in Australien mit ihrer kleinen Farm und dass er eigentlich in der Abgeschiedenheit eigentlich mehr lebte und eigentlich nicht mehr damit gerechnet hat, nochmal nach 33 Jahren war das, vor die Kamera zu treten, um in einem Kinofilm mitzumachen. Also für ihn war das genauso aufregend und das hat ihm auch sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt nochmal zurück ins Verkreis. Einmal zurückgehen. Nochmal zurückgehen. Einmal hier, genau. Die Frau hier, genau. Da, einmal hier bitte, jawohl. Super. Jetzt mal hoch.
Es folgt nun die Pressekonferenz, wo die Regisseure, Schauspieler und Produzenten sehr viel Interessantes über den Film zu berichten haben. Ich bitte ein wenig zu entschuldigen die Tonqualität. Die Aufnahmen sind etwas mehr als 7 Jahre her und es gibt da halt kleine Schwanker. Bei lautem Klatschen zum Beispiel musste ich es runterregeln, weil sonst platzen einem die Ohren. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Warum sind Sie denn so still? Erzählen Sie uns doch mal, was mal ein bisschen an sind. Sind wir vollzählig? Das ist wirklich schwer zu sehen. Sieht gut aus. Tillmann, sind alle vom Essen da weg oder wollen die lieber essen? Ich schaue noch kurz. Gut. Thomas, schaut gleich nochmal. Ich bin das einfach nach. Ja, gut. Dann darf ich Sie begrüßen. Herzlich willkommen im Namen von Konstantin Film und Red Pack Filmproduktion zur Pressekonferenz heute in Hamburg zu Neues vom Wixxer. Hat Ihnen der Film gefallen? Dann stelle ich Ihnen mal das Podium vor. Ich beginne außen mit dem Philipp Stennert, Regisseur. Großer Film natürlich, 2 Regisseure, Cyril Boss, auch Regisseur. Dann freuen wir uns ganz besonders in Hamburg heute, Roger Willemsen als Roger Willemsen. Ja, dann eine große Ehre für uns alle, dass er im zweiten Teil dabei ist. Endlich, nachdem er, warum er beim ersten Teil noch nicht dabei war, wird er gleich selber erzählen, nämlich Lord Dickham, Joachim Fuchsberger. Ja.
ja, daneben im ersten Teil schon dabei, im zweiten und hoffentlich auch im dritten Teil dabei, Very Long, nämlich Bastian Pastewka. Daneben Victoria Dickham, Christiane Paul. Ja, daneben, ja, so viele Sachen, Drehbuch, Co-Produzent und ebenfalls Inspektor Even Longer, nämlich Oliver Kalkofe. Dann Professor Brinkmann, Oliver Welke. Und Autor. Ja, darauf komme ich dann in meiner ersten Frage, aber so ist er, der Produzent Christian Becker. Mein Name ist Thorsten Koch von der Konstantin Film. Das war jetzt absichtlich, gell? Gut. Lass es noch drum gehen. Haben Sie ganz dringende Fragen, bevor ich anfange zu fragen? Läuft super. Sie haben gar keine Fragen. Ja, dann danke ich Ihnen für die Presse. Gut, ich möchte natürlich, wir haben zwei Regisseure vorgestellt, da möchte ich auch anfangen. Zwei Regisseure am Set, wie war das mit dem ganzen Ensemble? Also die Arbeit mit den Schauspielern war großartig, weil es war... Was soll er denn anders sagen? Es war wirklich, also für uns ein sehr bunt gemischtes Team von wirklich großen Schauspielgrößen wie der Blackie, der ja dreimal so alt ist bald wie ich. Zweimal so alt. Das muss ja nur auch nicht sein. Okay. Ich gebe die Frage weiter. Bis zu so jungen Leuten wie dem Olli. Und, halb so alt ist wie ihr. Und es war oft nicht einfach, aber es hat großen Spaß gemacht, weil es war ein super Team, hat alles zusammengepasst. War es nicht einfach? Es ist nicht einfach mit so vielen unterschiedlichen Leuten. Also zum Beispiel gerade diese Szene zum Schluss im Keller. Da war wirklich dann die ganze Mannschaft versammelt und... da wirklich jedem gerecht zu werden, auf jeden einzugehen und vielleicht sind wir deswegen zu zweit gewesen. Also, ja, das Besondere war sicherlich, dass das so unterschiedliche Schauspielertypen waren. Also von richtigen, alteingesessenen, großen deutschen Schauspielern über Comedians, das durch alle Generationen ist einfach, man muss sich dann ja immer auf jeden auch ein bisschen anders einstellen und mit ihm kommuniziert man anders und jeder arbeitet anders. Und das fand ich schon sehr, sehr eigen an dem Projekt, so das Potpourri an Figuren und Schauspielern. Blecki, betretenes Schwein. Ja, das war natürlich auch der Generationenunterschied. Thorsten hat vorhin gesagt, ich wünsche Ihnen schon noch erzählen, warum ich beim ersten nicht dabei war. Sie werden sich vielleicht erinnern, es gab eine Reihe von Bemühungen, diese wunderbare Edgar Wallace-Zeit zu persiflieren, zu karikieren, also immer was Neues noch drauf zu machen, von Otto bis. Und ich hatte das langsam satt, weil ich habe gesagt, nein, lass diese wunderschöne Zeit zufrieden. Es wurde aber pausenlos wiederholt auf allen Kanälen, wie Sie wissen, und so wurde Edgar Wallace zum Kult. Und das schönste Kompliment, das ich je bekommen habe, war nach solchen Wiederholungen, dass 10- und 11- und 12-Jährige am nächsten Morgen mich irgendwo auf der Straße gesehen haben und mich ansprachen und sagen, warum machst du denn sowas nicht mehr? Die haben gar nicht gemerkt, dass da 40 Jahre ins Land gegangen waren und es gibt irgendeinen, du kannst den so schön, der sagt immer, er macht seine Stunts alle selber. Oder? Sylvester Stallone ist einer der großen Leute, die öfter gesagt haben, I do all the stunts myself. Ja, das hast du, ne? Und dann habe ich gesagt, also mit 80 springt man nicht mehr so über die Schuhbänke wie mit 35, das ist ja ganz klar. Aber der Oliver, der Schlitzohr, hat mir dann eine DVD vom ersten Wichser nach Sydney geschickt. Und dort habe ich mir den Film zum ersten Mal angesehen, weil ich war einfach voreingenommen vorher. Ich entschuldige mich nochmal dafür. Typisch blöde deutsche Voreingenommenheit. Ich habe gesagt, das Ding gucke ich mir gar nicht erst an. Und dann sah ich einen blendend gemachten Film und war fast also sauer, dass ich da nicht mitgemacht hatte. Und habe ihm das zurückgemeldet und dann hat er natürlich die Gelegenheit ergriffen, hat gesagt, machst du beim nächsten mit? Und ich habe gesagt, wenn du eine gute Rolle reinschreibst, ja, natürlich. Das haben die drei Autoren, denen mein ganz besonderer Dank gilt, denn für so einen alten Sack wie für mich noch da was Anständiges reinzuschreiben, das ist den dreien
wunderbar gelungen, aber es verpflichtet natürlich für den nächsten Mal. Haben Sie den Film gesehen schon? Ja, was denn? Du redet wir mit uns oder nicht? Ja. Man hat mir immer gesagt, die Hamburger sind so temperamentvoll. Moin, moin. Und dann haben Sie ja gesehen, am Schluss verspricht der Produzent und verspricht die Konstantin-Film, dass wir mit einem dritten wiederkommen. Tja, und wenn ich nochmal darf, bin ich also mit besonderer Freude dabei. Natürlich, eine Bedingung habe ich, dass dieses entzückende Geschöpf wieder meine Tochter ist, diese Baufrau. Weil ohne die will ich das nicht. Nein. Für den Applaus zahlst du mir nachher ein kleines Bier. Das werde ich tun. Psst. Ja. Nicht jetzt halte ich die Pappen, jetzt sind andere da. Christian, du kannst gleich antworten. Sozusagen. Wie war es als Tochter, die kennen? Ja, es war super. Es war natürlich eine. Ich finde das immer total blöd, das so zu sagen. Ich fand, ja, es war. Sag's ruhig. Die haben das noch nicht gehört. Und ich höre es immer wieder gern. Ja, es war natürlich eine große Ehre und eine große Freude, als ich die Tochter ausgerechnet von Blacky Fuchsberger spielen sollte. Der, wenn man die alten Worte sieht, man denkt so, wow, super, den hätte ich gar zu der Zeit mal kennengelernt. Jetzt durfte ich wenigstens seine Tochter spielen, das fand ich ein Riesenkompliment. Ach, Schatz, es ist nie zu spät. Blacky, du weißt ja, ich bin jetzt auch verheiratet, jetzt wird es richtig schwer für uns beide. Ja. Aber ein Problem. Also ich würde sagen, Gundula ist bestimmt da. Ne? Das habe ich mich, glaube ich, um Kopf und Kragen geredet. Nein, aber für mich war es ein Riesenfest und eine große Freude. Und als das Angebot auf mich zukam, habe ich eigentlich, ich habe nur die Hälfte vom Buch gelesen. Allein der Name von der Figur hat mir schon gefallen. Victoria Dickin, war natürlich super. Und ich hatte mit Bastian schon ein Jahr zuvor einen Kinofilm gedreht und habe ihm so sehr wohlgefühlt, obwohl wir uns nie im Film begegnet sind. Ja, wir hatten keine Szene miteinander. Wir hatten keine Szene miteinander, aber es hat mich sehr gefreut und auch Kalk war doch sehr liebenswürdig zu mir. Und ich habe mir Mühe gegeben. Er hat mir Mühe gegeben und dann war das doch ein großer Spaß. Wenn auch nicht einfach, weil ich ja in dem Fach nicht zu Hause bin. Okay, reicht das? Die Leute sind sehr glücklich. Es war am Anfang ein bisschen schwierig für mich, als man mir sagt, es gibt zwei Regisseure und so, dachte ich, ich muss wie beim Tennis immer hin und her gucken. Das war, glaube ich, im ersten Moment auch so im Café, wo ich irgendwie nicht wusste, auf wen muss ich mich jetzt konzentrieren. Aber das war am Ende sehr homogen und sie haben mich, glaube ich, da sehr gut durchgeführt, weil ich sehr viel Angst hatte, in so einer Reihe von Comedians, in so einer Persiflage irgendwie, hoffte ich irgendwie zu überleben. Und da haben sie mir irgendwie ein gutes Netz gespannt. Wir hingegen hatten natürlich immer Schiss und dachten, die doofe Paul spielt uns alle an die Wand, ne, weil wir hier nur gar nichts können. Und das war dann wirklich war ganz schön, dass ich dann so nervös war. Nein, das war einfach so niedlich. Wie sie noch mit Schokolade bestechen und füttern musste, dass das irgendwie so, wenn dann jetzt wieder ruhig wurde, das hat so einen Spaß gemacht. Das war wirklich toll. Danke. Next. Bastian. Wie ist denn für Sie, dass die junge Generation etwas präsentiert, dass da ist ein Mikrofon. Gib dem Mikro. Einfach mal ein Mikro. Wie ist es denn für Sie, dass Sie nun etwas persiflieren mussten, was wir vor 40 Jahren völlig ernst genommen haben? Typisch deutsche Frage. Warum typisch deutsch? Das ist etwas naheliegendes. Weil es etwas Außergewöhnliches zu sein scheint, dass man sich über sich selber auch ein bisschen lustig machen kann. Es ist keine wirklich deutsche Erscheinung, nicht so wie die Engländer oder auch die Australier, wo ich, wie Sie wissen, zur Hälfte lebe. Nein, es war eine große Freude. Vor allen Dingen, dieser Film hat etwas, ja, also das Drehbuch und die Geschichte hat etwas ganz Eigenartiges. Es schwankt zwischen höchster Intellektualität, die sitzt hier zu meiner Linken, ja. Und als ich gehört habe, dass der Roger Willemsen da mitmacht und da auch einen Part übernimmt, habe ich gesagt, das kann ich kaum glauben. Und es ist auch eines der Highlights in diesem Film, ich finde sensationell. Und zwischen, ja, handfest und ein bisschen auch gezielt auf Publikumswirksamkeit, das ist alles richtig. Aber was mich am meisten verblüfft hat, war, dass die Atmosphäre der Wallace-Filme, die ja das Eigentliche an dieser ganzen Serie war, dieses Schwarz-Weiß und das, auch damals hat man gesagt, die können keine Kriminalfilme, den allerersten haben wir gedreht, es war Frosch mit der Maske in Dänemark.
mit einem dänischen Produzenten, Preben Philipsen, einem Multimillionär. Und die deutsche Filmgesellschaft hat gesagt, ey, die werden vielleicht auf die Schnauze fallen. Die Deutschen können viel, aber keine Kriminalfilme. Und dann der erste ging gut, aber es ist ein Zufall. Der nächste geht dann in den Graben. Und das ging dann bis zum 31. Und die warten bis heute noch, dass einer davon in den Graben geht. Es ging keiner in den Graben. Und das war etwas sehr Schönes. Für mich war das Erstaunliche, dass schon beim ersten Wichser diese dichte Atmosphäre und dieses Nicht-Erheben, nicht den Anspruch erheben auf Realität, sondern damals wollten wir, dass die Menschen sich gruseln anschließend, aber beruhigt ins Bett gehen und schlafen können. Und ich sage, oh Gott, ich kriege kein Auge mehr zu. Das ist nahtlos beim ersten schon gelungen und ich finde noch mehr hier beim zweiten. Und das ist eben einfach ein Riesenkompliment an die Regisseure, an den Kameramann. Ich finde, der hat so unglaublich gut fotografiert. Der müsste auch, für die Fotografie müsste der einen Oscar kriegen, für meine Begriffe. Aber das war ja auch der Plan, bei dem Film, dass es eine Hommage ist an die alten Filme, also sowohl im ersten als auch im zweiten. Und wir haben auch versucht, mit den Farben, mit der Kamera die 60er Jahre zu zitieren und auch so sich zu verbeugen vor diesen Filmen und gleichzeitig sich über diese eher groteskeren Dinge, die diese Filme natürlich auch hatten, lustig zu machen auf eine liebevolle Art und Weise. Das war ja eigentlich auch der Plan. Also von dem her ist es ja eine Verbeugung eher. Ich habe einen ganz kritischen Betrachter solcher Filme. Das ist mein eigener Sohn. Sie wissen, Söhne sind immer besonders kritisch. Der hat ihn gesehen, da war er noch gar nicht ganz fertig. Da waren die Effekte noch nicht drauf, die Musik war noch nicht ganz drauf. Der ist rausgegangen und hat gesagt, Dad, ich glaube, ich muss das Ding dreimal sehen. Da sind so viele Gags drin. Man weiß überhaupt nicht, wohin man sich konzentrieren soll. Auf die Schauspieler oder auf die Musik oder auf was da noch an Tönen kommt. Oder auf diese nahtlos aneinandergereihten Gags, die fast alle aus der oberen Schublade kommen und nicht aus der untersten. Ja, fast. Oh Gott, das ist ganz fast. Also ein paar mussten auch. Irgendwann war die obere ja auch mal voll. Ja, ja. Und dann darf ich eins noch sagen und dann halte ich wirklich die Klappe. Was? Sie merken, es hat sich ein bestimmtes Verhältnis auch zwischen uns entwickelt, ja. Wir sagen uns manchmal die Wahrheit. Meine Begegnung mit der Jugend, als ich gehört habe, was so das Durchschnittsalter in diesem Film ist, habe ich gesagt, das gibt es ja nicht. Die sind alle noch mal um 10 oder 15 Jahre jünger als mein Sohn. Wie soll denn das gehen? Es ging fantastisch. Nicht nur, weil die uns alte Herren, wir waren ja, glaube ich, drei waren, der Wolfgang Völz und der Olle Chris Howland und ich. Und wir haben uns immer also über die Schmerzen in unseren Zehen unterhalten. Die Gicht hat uns. Und dann waren wieder Kabel und haben gesagt, dürfen wir sie über die Kabel heben. Zum Schluss fühlten wir uns also wie in einem Altersheim. Sehr gut aufgehoben. Es hat uns der Respekt. Aber dann kamen also die zwei da drüben und haben wirklich das Letzte von uns verlangt. Und wir haben gesagt, na ja, wir haben Altersbonus, nichts hatten wir. Manchmal haben sie uns gedreht bis zum Gehen nicht mehr. Aber du wolltest auch nochmal richtig wissen, oder? Hatte ich das Gefühl. Ja. Ja, ja, du hast schon recht. Nein. Es war eine unglaubliche Schönheit. Ich meine, es klingt jetzt gerne mit der Fixer zu reden. Ja, ja. Aber es ist ja Methoden von der Konzert, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt holen sie uns ab. Ja, ja. Also, mach mich auf, das ist der Fixer. Ja, das sind die Leute, die in meinem Führer waren. Lass sie doch raus, Mensch, wir haben jetzt schon 200 Mal gesehen. Wir sind doch letzten Donnerstag da drin. Ja. Also Sie sehen, wir haben einfach Freude gehabt, diesen Film zu machen. Und unser größter Wunsch ist, dass Sie Freude haben, ihn zu sehen. Und darüber hinaus noch ein paar mehr. Also nicht nur Sie, sondern vielleicht noch so kleine 3 oder 3,5 Millionen. So. In der Größenordnung hoffen wir. Fürs erste Wochenende. Ja. Alles, was drüber ist, ärgert uns nicht. Ja, jetzt frag doch mal was. Ja, eine Frage. An Herrn Buchsberger und gleichzeitig auch an die drei Autoren, würde ich sagen. Ich hatte den Eindruck jetzt im Vergleich zum Wichser 1, dass der Humor nicht ganz so derbe war. War ein bisschen feiner oder man hat sich die ganz oben Spitze ein bisschen gespart. Und an Herrn Buchsberger haben Sie sich generell derbe Späße über sich selbst auch verbeten oder haben die Autoren sich das von vornherein verkniffen? Verbeten? Bei wem hätte ich mir was
Sie hatten ja auch die Bedingung, dass eine Rolle für Sie geschrieben wird, die interessant wird. Ja. Bevor Sie überhaupt zusagen. Ja, natürlich. Das ist ja die Grundvoraussetzung, dass man Freude an einer Arbeit hat, bei der man zeigen kann, dass man das Handwerk noch nicht verlernt hat. Und das hätte ja sein können, denn wie Sie wissen, ich habe 33 Jahre keinen Kinofilm mehr gemacht. Das ist eine Rückkehr in das, womit ich angefangen habe nach 33 Jahren. Das ist eine lange Zeit. Und da hat sich außer den Menschen auch einiges andere verändert. Im Studio, die Technik hat sich verändert. Auffassung hat sich verändert. Auffassung von Regisseuren, Auffassung von Drehbuchautoren. Und es ist nicht von vornherein so gegeben, dass dann jemand Alter, von dem man noch eine bestimmte Erwartungshaltung hat aus dieser Vergangenheit, 40 Jahre, dass der den Ansprüchen genügt. Das hätte ja sein können, dass man sagt, oh Gott, was haben wir uns da für einen alten Zossen eingehandelt, der hinten und vorne nichts mehr hochbringt. Ja, also das sehe ich nicht. Streichen Sie das vorne. Ja. Ja. Gut. Dann ansonsten vielleicht nochmal, um zu der Frage zu kommen, zum ersten Teil. Wir haben natürlich beim ersten Film viele Fehler gemacht und wir sind auch nicht mit allem da unbedingt nur glücklich gewesen. Wir waren auch sehr jung da. Ja, wir brauchten das Geld und wir mussten irgendwas machen. Nein, aber das war natürlich das erste Mal einen Kinofilm machen und dann in so eine große Produktion rein. Da war noch sehr viel Unsicherheit auch, dass man überlegte, oh, funktioniert das, kann man das machen? Die hauptsächlichen Kinozuschauer sind viel zu jung, die kennen doch nicht mehr Wallace. Da kam auch zwischendurch mal ein bisschen Unsicherheit zustande, in welche Richtung man mehr gehen soll oder nicht. Also es ist einfach so, wir sind mit dem zweiten, haben wir viel gelernt, was wir beim ersten falsch gemacht haben. Für den dritten haben wir wieder ganz viel Tolles gelernt, was wir beim zweiten falsch gemacht haben. Und deswegen sind wir aber einfach auch nur sehr glücklich, dass der zweite wirklich für unsere Begriffe auch viel schöner geworden ist und dass wir da sehr viel genauer arbeiten konnten. Also dass wir jetzt so die Sicherheit hatten, ja, das funktioniert und je genauer wir versuchen, eben eine Wallace-Hommage zu machen und je mehr wir uns auf unseren eigenen Humor verlassen und an das glauben, was wir mögen, desto besser funktioniert das. Und ich denke, das ist dadurch auch gelungen und dadurch sind wir darüber auch darauf noch glücklicher. Man wird in jeder Hinsicht sicherer. Ich glaube, dass wir uns sowas wie die Werbung da direkt nach der Kampfszene zwischen Bastian und dem Wichser, die Klingelton-Werbung oder auch die 24-Hommage vorne, das hätten wir uns im ersten so noch nicht getraut, weil wir damit beschäftigt waren, doch hauptsächlich die Dramaturgie irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Also man hat jetzt andere Freiheiten sich genommen. Also das Problem ist, wenn der Wichser war der erste Film für uns alle in dieser Richtung. Diese Richtung, die wir immer genannt haben, Zucker, Zucker, Abrahams, sowas wie Hotshots, nackte Kanone. Und man muss auch erstmal lernen, dass man eine Komödie nicht mit 160 Minuten machen kann. Das hat man zwar immer schon gehört. Und dann kam immer Bulli und er meinte, wir müssen unter 90 Minuten bleiben. Und so hat es also Tipps gegeben. Aber man muss das auch erstmal erleben und erfahren, was es bedeutet. Das Drehbuch las ich gut, las ich schnell, 160 Minuten. Und das dann irgendwie auf 90 oder 100 runterzukürzen, das ist sehr harter Prozess. Bei Teil 1. Genau, weshalb wir jetzt beim zweiten Teil direkt mehr auf die 90 Minuten gegangen sind. Und ich möchte mal festhalten, es ist nicht so, dass hier alle den ersten Film nicht gut finden. Nein. Nur, wir haben sehr viele Möglichkeiten gesehen, wie man es im zweiten Film nochmal verbessern kann. Und das, was wir jetzt hier auch versucht haben. Ja, das ist natürlich, wir können uns ja auch nicht ausreden. Also ich meine, wir haben den geschrieben, wir waren da drin, wir haben alles, ich habe das Beispiel genannt, so, es ist, als ob man ein Kind bekommt und man zieht es auf und all die Jahre und denkt, man macht alles genau und man weiß, was aus dem wird und denkt, das wird mal, also der wird mal vielleicht das Mittel gegen Krebs erfinden oder irgend sowas und dann geht er zur FDP. Das ist dann halt nicht, hat man so ein Ding, dass man sagt, ja, ich habe den ja trotzdem lieb, aber ich hab doch dir versucht, mach's doch. Ich hab's dir auch alles erklärt. Das ist mir ganz klar. Das ist dann und jetzt sind wir schon mal, weiter. Also jetzt hat auch noch nicht den Krebs erfunden, der Wichser, aber ist ein sehr guter Arzt geworden. Was eigentlich mit dem Wichser 1 im Rücken einfacher, Leute zu finden für diese Cameo-Parts wie Achim Menzel? Ja, der war ja auch im ersten auch schon dabei. Und Achim macht alles, was ich ihm sage. Schwer gewesen, ihm zu sagen, dass er nicht. Ja, davor hatte ich Angst. Nein. Teils, teils. Also wir hatten auch beim ersten gar nicht so große Probleme, aber dadurch natürlich, das hilft immer, wenn der erste ein Erfolg war und auch schon einigen Leuten gefallen hat, dass die dann kommen. Aber wenn sie das Buch nicht mögen oder uns nicht mögen oder mich nicht mögen oder sonst wie, dann kommen sie auch nicht. Also wir hatten zum Beispiel, haben eine Absage zum Beispiel bekommen von dem Part, den jetzt Frank Zander so wunderbar spielt. Da haben wir Dieter Thomas Heck gefragt.
Der hatte aber keine Lust. Ich weiß nicht warum. Nee. Nee. Das ist ein guter Freund von mir eigentlich, aber egal. Diese Kamera-Auftritte sind super wichtig und ich habe mich heute Morgen sehr gefreut, als wir in München unsere Presseführung hatten, dass mich hinterher ein Journalist, der auch wirklich ganz gesund aussah, gefragt hat, und zwar ernsthaft, war das der echte Roger Willemsen? Ich habe gesagt, nein, der war natürlich computeranimiert. Das macht wirklich Eindruck. Also das ist schon, diese Selbstironie auch gibt, ne? Die man ja nicht unbedingt erwartet, finde ich. Ja, ja, genau. Das genau. Ist aber die hat der Heck sonst ja auch. Natürlich. Ja, total. Dabei war bei mir die Voraussetzung genau dieselbe wie bei Blacky Fuchsberger. Ich habe gesagt, die Autoren müssen mir eine rhetorisch anspruchsvolle Rolle schreiben. Und dann trete ich auch in den Film auf, in dem Hitler My Way singt. Aber es war so ein Sandstoß. Ja, da wollte ich noch mal ganz kurz einmal einschreiten in diesem Werbeblock. Hier bin ich. In diesem Werbeblock, das war faszinierend. Also das ist erstmal was ich schon immer vermisst habe, dass sowas mal verarscht wird. Und zweitens, dass einem das gar nicht, das hat man gar nicht wahrgenommen. Man dachte, ja gut, jetzt kommt Werbung. Das war sehr gut gemacht. Man hat also schon auf die Buchstaben gewartet und ach ja gut, haben sie also Werbung jetzt. Wie kam das denn zu der Idee? Ich meine, das wird vielen Leuten nicht auffallen, dass es jetzt. Genau, wenn Nummern wählen, dann wird das ein bisschen. Aber die Klingeltöne irgendwann bekommen. Willemsen anzurufen und CDs zu bestellen. Dann haben wir was falsch gemacht. Sand zu bestellen und CDs zu bestellen. Und dann haben wir was. Nein, es ist tatsächlich so, ich glaube beim Schreiben, wir wollten keinen Film machen, als wir angefangen haben, wo wir sagten, in der Mitte ist ein Werbeblock. Aber wir haben diese Szene geschrieben, wo es zum dramaturgischen Showdown zwischen dem Wichser und Very Long kommt. Und Very Long wird wieder aller Idee des Films erschossen. Und wir dachten, es gibt keine scheißere Stelle im Film, um Werbung reinzusetzen. Ja? Wir kennen das doch alle von unseren Lieblingsserien, die wir so gerne inzwischen auf DVD gucken. Ja? Dass wir an den Momenten, wo wir wirklich sehr gepackt werden, ein Werbeblock kommt. Und ich halte das nach wie vor, auch wenn man da immer ein bisschen vorsichtig sein, für eine absolute Frechheit. Zumal sie meist so fürchterlich ungelenk eingefahren wird. Noch halbe Sätze werden verschluckt. Wenn man aus der Werbung wieder zurückkommt, klingt es. Ja, es ist immer alles unglaublich hölzern. Es wird nicht ästhetisch gemacht. Die Amerikaner können ihre teuren Fernsehen auch nur dadurch finanzieren, indem sie tolle Werbeblöcke auch in die Folgen reinsetzen. Da gibt es eine Abblende, es ist kurz schwarz. Ah, man kann ausatmen, dann kommt die Werbung. Und wir wollten es in unserem Film halt genauso scheiße machen, wie das Privatfernsehen seit nahezu. Wie lange gibt es das Privatfernsehen so lange eben macht? Der kleine Wichser, noch schlechter, der kleine winkende Wichser, wenn man wiederkommt, gleich geht es weiter. Ja. Ja. Weil das war uns ein echtes Bedürfnis, weil das war einfach purer Hass, den wir da verarbeiten mussten. Sehr gut getan, dass wir das mal machen durften. Ich würde es als Hilfe schreiben. Nur eine ganz kleine Szene, vielleicht haben Sie mal was gehört. Ich habe den Film Tristan und Isolde gemacht mit dem Ralf Bauch. Auch ein Edgar Wallace-Film. Nee. Aber beim Privatfernsehen. Natürlich. Ja, und da kommt eine Szene, wo ich meine junge Königin, 19 Jahre alt, mit einem Schwert umkreise und ihr sage, du hast dich mit meinem Neffen, mit meinem Liebling, mit dem Ralf Bauer beschissen, ich werde dir den Kopf abschlagen. Schnitt, Werbung, Damenbinden. Da hat einer mitgedacht. Ja. Sie können sich hinterher, wie wir sagen, den Arsch abspielen. Sie bringt die Leute nicht mehr dorthin, wo man sie vorher vielleicht verlassen hat. Oh Gott, der schlägt jetzt diesen jungen Kindern den Kopf ab. Die sind nicht mehr zu kriegen. Und das ist etwas Furchtbares. Und was schwierig war, oder was anspruchsvoll war, war dann Werbung, also dass man dann so absichtlich schlecht sein muss. Also dass man dann ganz so die. Und das ist gar nicht so einfach. Ja. Das ist gar nicht so einfach, wenn man sich anschaut, was mittlerweile, was die Werbung. Ich meine, den furzenden Sohn zu dem gibt's. Ja. Ja, da musste man richtig einen draufladen, damit man überhaupt mal versteht, dass das jetzt eine Parodie ist und nicht einfach eine Werbung. Wer hat die Idee am Anfang? Werbung? Ich sag einfach mal ich. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß. Es geht alles. Eins dazu sagen: Also, wenn wirklich jemand im Kino sitzen sollte und sich die Nummern merken sollte, da passiert was mit den Nummern. Also, wenn man irgendetwas als SMS schickt. Jetzt war doch mal die 6 oder was? Nein, nicht diese Nummer, aber wenn man irgendetwas, irgendein Kennwort oder irgendetwas per SMS schickt an diese Nummer. Dann kriegt man kostenfrei etwas zurück aufs Handy vom Wichser. Genauso die Schleimlife-Hotline.
da ist auch was dahinter geschaltet. Ja. Nämlich Überraschungsfach-Pokerzuschauer, das heißt, diese Nummern sind die nächsten 4 Jahre gültig. Und die sind kostenlos? Die sind kostenlos. Ja, absolut. Wir haben für die normalen Gesprächsgebühren. Wir haben für die Nerds, die tatsächlich so oft in den Film reingehen, bis sie die Nummer fehlerfrei im Handy haben. Und dann dort anrufen, eine kostenfreie, an der wir nichts verdienen, deshalb ist sie kostenfrei. Überraschung parat. Die aber, glaube ich, noch nicht ganz fertig ist, wenn der Film ist noch nicht raus. Ja, der Film ist noch nicht raus. Aber sollten Sie jetzt anrufen, bringt es nichts. SMS-Gebühren, dann ist das so geplant, dass man Wallpaper, einen Klingelton oder sowas bekommt. Da kriegt man einen Klingelton. Umsonst. Umsonst. Also nicht für 2,99 €, sondern man kriegt das umsonst zugeschickt. Aber warum kriegt man da einen Klingelton? Aus sich als Problem. Weil das nicht lügen. Was willst du denn dann für Torte? Das verstehe ich. Nein, also der Gag ist, wenn du eine Zuschauer ist ausprobiert. Es geht doch nur um die 2 Einwohner, die das machen. Wir erklären dir das später. Vielleicht gibt es noch andere Fragen. Wir klären das dann später. Aus Sicherheit. Also wir haben keine privaten Nummern von Menschen, die Sie kennen dort. Nein, das eine ist die Privatnummer von Christiane Paul, die da eigentlich ist. Da haben wir mal sehen, was da zurückkommt. Aber das ist nur ein kleiner Scherz, den Sie uns erlaubt haben. Sollte eine Überraschung sein. Beim Onanieren im Wasser. Der Mann war den. Ich musste die Pointe noch klingen. Wenn ich ganz kurz dazwischen gehen kann, Sie können gerne die Nummern verraten, die dort, wenn Sie sich gemerkt haben. Was Sie allerdings nicht verraten sollten, bitte, und das ist wirklich uns ein Anliegen, ist, wer ist der Wichser? Ja. Das ist natürlich etwas, wir haben Ihnen den Film jetzt in voller Länge gezeigt, wir haben es riskiert und ich würde den Bastian und auch den Olli mal bitten, vielleicht zu sagen, warum wir das nicht wollen, dass es verraten wird. Eine Bitte. Einfach, weil wir ganz ehrlich sind, wenn man das vorher weiß, das ist scheiße. Das ist einfach ein ganz einfacher Grund und man ärgert sich so sehr, wenn man irgendwie die größten Überraschungen des Films schon vorher gelesen hat oder irgendwo schon steht, wer, was der Witz bei Sixth Sense ist oder wer Kaiser Sosse ist oder sonst irgendwas. Also deswegen ist es ganz schön, weil ich glaube, es ist schon ganz überraschend und es wäre sehr lieb, wenn man da, es gibt ja genug anderes, worüber man erzählen kann, nicht? Und, also es wäre nett, wir würden es sehr schätzen. Kannst du uns einfach nochmal die Nummern sagen, die jetzt mitschneiden? Dafür gucken wir nochmal nach den Nummern. Wir spulen nochmal kurz zurück. Wo sind wir vorne? Da ist eine Frage. Ja. Warum ist der Film in Tschechien gedreht worden? Aus Sicherheitsgründen, glaube ich. Ja. Also wir waren... Das klingt doch nicht so gut. In dem Look des Londons, was wir uns mal vorgestellt haben aus den Wallace-Filmen. 90% der Wallace-Filme sind damals alle in Hamburg gedreht worden und irgendwo in Berlin, in Hinterhöfen. Und wir hatten aber das Gefühl, dass wir London, so wie wir es uns vorstellen, 60er Jahre, am besten in Prag finden. Und seit eigentlich der Wichser und dann Huibu und so haben wir da eine so gute Infrastruktur mit so unglaublichen Handwerkern, die wir nirgendwo in Deutschland gefunden haben. Denn hier das ganze Kloster ist gebaut, alle Innenräume so gut wie sind gebaut und die haben eine solche Kunstfertigkeit und eine solche Liebe zu Detail. Das finden wir nicht in der Bavaria, das finden wir nicht in Babelsberg, sondern eigentlich nur bei den tschechischen Künstlern. Und wir gehen dahin als Partner. Es geht jetzt gar nicht so sehr darum, dass man da irgendwie 20% sparen kann, sondern einfach tolle Locations, ein unglaublich engagiertes Team und Handwerker, die man so nicht mehr findet. Die kennen das halt alles von dem tschechischen Märchenfilm und die haben uns da die Requisiten, die Räume, alles gebaut in einer Qualität, wo wir immer sagen würden, da gehen wir jedes Mal wieder hin. Und da war der erste Teil, haben wir auch schon da gedreht und haben irre gute Erfahrungen gemacht. Deshalb sind wir dann in Prag und Tschechien gelandet, weil es auch was hat von London. Nun ja, jetzt haben wir ja die German Spend Money. Ich glaube, das sind Malediven, ja. Wir haben ja viel daraus gelernt, dass wir jetzt wissen, was wir uns reinschreiben müssen, damit wir auch ein bisschen Spaß haben. Also daher mal gucken. Ne? Also wir wollten mal gucken, ob wir... Einen Vorschlag unterbreitet. Yeah. Very Long und Even Longer entdecken bei irgendwelchen Recherchen ein lange gehütetes Geheimnis bei Scotland Yard. An das kann sich nur einer erinnern, nämlich Lord Dickon, das bin ich. Und den wollen Sie zu Rate ziehen, der ist aber gerade auf Urlaub in Australien. Gut. Jetzt kommt alles nach Australien. Der nächste Film. Den wir komplett bei Blessi zu Hause. Bei mir im Garten. Ja, da kann Frau Bauer nicht mitspielen. Aber es gibt ja noch Spacken.
Es gibt ja noch Spacko, ja, das dürfen wir, so können wir sagen. Wir haben uns ja noch das Hintertürchen mit Spacko aufgehalten. Und wir haben die Hoffnung geschafft, dass wir heilen. Ja. Ja. Haben Sie eigentlich die Notärzte im Film erkannt, meine Damen und Herren? Können wir an dieser Stelle das mal erzählen? Ja, die Notärzte, am Brunnen. Am Brunnen gibt es, kommen zwei Notärzte dazu, die immer sagen, wow, wer sind diese wahnsinnig talentierten jungen Schauspieler? Die beim aus dem Bild treten noch auf den Boden gucken, weil sie die Markierung sich anschauen wollen. Das sind die Regisseure, meine Damen und Herren. Wir haben die Regie für den Film nur angenommen, wenn wir diese Rolle spielen. Natürlich, selbstverständlich. Wir haben auch kein Geld bekommen, aber wir durften mitspielen und hoffen, wir werden entdeckt. Ja. Ja, da ist noch eine Frage, wenn ich das richtig sehe. Moment. Wie ist das denn? Jetzt kommt Mikro. Das Mikro kommt von... Die sind so teuer, diese Mikros. Das Mikro kommt. Estefania bringt das Mikro. Nach You Can Dance. Alles genau. Ich habe eine Frage an Oliver. Oliver und Bastian, ja? Drei Autoren, das ist ja so eine Sache, wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr zusammen schreibt? Ist es denn auch so, dass ihr da so ein bisschen eure eigene Seite, also Bastian Lipp vielleicht der sehr akkurate Oliver, genau, was soll ich dazu sagen? Besser nicht. Wie läuft es ab? Ja, es gibt ja bestimmte Traditionen, die sich aus dem ersten Film ergeben haben. Zum Beispiel war der Anfang immer in Prevo, an der Ostsee, wo Herr Kalkofe mehrere große Anwesen besitzt. Mir gehört der ganze Ort. Ihm gehört Prevo. Und da haben wir genauso wie beim ersten Film auch wieder das Treatment geschrieben, also uns überlegt, warum eigentlich und wer tötet wen und um wie viel Uhr und so weiter. Und da haben wir uns eine Woche oder ich glaube ein bisschen mehr als eine Woche in Klausur, fast zwei Wochen in Klausur begeben, um zu entscheiden, ob wir noch eine Geschichte für den zweiten Teil haben. Und dann haben wir das eigentliche Buch in Berlin geschrieben, wo wir wirklich auch zu dem Zweck irgendwie ein Hotelzimmer angemietet haben, unabgelenkt von Kindern und Hunden und Telefonen. Ja, und dann war das auch wirklich so ein Prozess von, ich würde mal sagen, dann nochmal vier, fünf Wochen für die erste Drehbuchfassung, wo wir wirklich ganz spießig jeden Morgen so um neun, sagen wir um zehn, gekommen sind. Und Pastewka und ich rennen halt verhaltensauffällig im Zimmer rum und Herr Kalkofe sitzt am Laptop und tippt die gemeinsamen Ideen rein, weil er das kann. Zehn Finger. Ja. Und weil die beiden mir mal irgendwann gesagt haben, sie können es nicht, obwohl ich das inzwischen nicht mehr glaube. So, du machst es einfach so super. Ja, du kennst dich aus mit dem Drehbuch-Schreibprogramm. Das bricht alle zwei Tage mal wieder zusammen. Im Rhythmus zusammen. Scheiße, ich habe nicht gespeichert. Musst du wieder irgendeinen anrufen? Aber es ist halt wirklich ein manchmal mehr oder weniger, aber im Großen und Ganzen demokratischer Prozess, wo wir uns Ideen zurufen und von denen schaffen es dann, also eine von 100 schafft es dann in den Film. Und es ist halt ganz schön, weil wir haben halt einen ähnlichen Humorgeschmack und einen ähnlichen Geschmack und das heißt, wir finden immer eine recht große Schnittmenge. Aber das ist auch das Schöne, weil also manchmal gibt es Sachen, die finden wir super und dann kommt Bastian und sagt, ah, nee, das gefällt mir nicht und dann kommt irgendwas von Bastian und dann sagen wir, nee, das ist nicht. Oder dann sage ich, haben wir was und dann kommt Belgien und sagt, nee. Es ist immer so im Wechsel, irgendwem und gefällt irgendwie was gerade gut oder nicht und dann wissen wir immer, wenn wir alle drei das gut finden, dann ist es richtig und sonst wird so lange immer noch rumgefeilt, bis wir irgendwie alle damit einigermaßen zufrieden sind und das ist sehr hilfreich, weil wir wirklich alle anders sind und weil das, was ja auch sehr lustig ist, die Charaktere, die dabei da also unbewusst eigentlich entstanden sind, haben ja wirklich auch viel mit uns zu tun. Natürlich. Wenn man sich die anschaut. Also das sind wirklich auch Abziehbilder von uns privat. Ich bin zum Beispiel sehr pedantisch beim Schreiben. Ja. Ich teile alle Figuren, die wir haben, so in farbliche Diagramme auf. Und macht dann so Verläufe, wo ist wer und wo. Und das ist exakt der Teil der Arbeit, der uns überhaupt nicht weiterhilft. Das ist sehr schön gelöst. Und das ist so der Plan. Und wir haben vor, das dann jetzt auch wieder so zu machen. Also wir werden uns jetzt demnächst dann hinsetzen und wollen wahrscheinlich auch wieder nach Peru fahren und dann ein paar Tage in Klausur gehen, um was für Triple Wix zu machen, weil wir haben uns ja jetzt selbst unter Druck gesetzt. Das haben wir absichtlich gemacht. Wir beide wissen das seit gestern, dass das hinten am Film war. Seit wir das im Abspann gesehen haben, wissen wir, es wird. Ich habe das noch nie von gehört. Nein, das wussten wir nicht. Und jetzt müssen wir natürlich was machen und werden dann demnächst hoffentlich uns hinsetzen und anfangen. Vielleicht. Noch Fragen? Mal winken. Da kommt hier. Das dauert jetzt. Wir spielen inzwischen etwas. Eine Frage: Mir sind die sehr vielen B-Promis, sag ich mal, aus dem Fernsehen aufgefallen. Wurden die Rollen geschrieben und dann so besetzt? Oder wollte man gezielt diese ganzen, ich sag mal, Helga von Sinn und
die möchte ich jetzt noch nicht. Ja. Wir sind gemeint. Nein, aber wir haben die schon für uns geschrieben, ja. Also, erstmal vorweg, der Film hat mir gefallen, aber einige dieser Stellen wirken etwas wie ein Fremdkörper im Film. Nein, also da muss ich mal widersprechen, weil das ist genau, ich weiß jetzt nicht, wer da gemeint ist. Also ich denke mal vielleicht Roberto Blanco, Bernd Klüver, den auch, das ist auch so, die, weil das sind ja die Cameos, um die es geht. Roger Willemsen natürlich, das ist jetzt auf, ging auf ihn mit dem B. Roger, da sag du mal was. Das ist echt, ja. Ihr sprecht euch noch draußen. Nein, das war uns einfach ganz wichtig. Wir wollten einfach viele Überraschungen haben und wir wollten da auch Personen drin haben, wo man nicht mitrechnet. Und ich würde jetzt auch zum Beispiel Jan Hofer und zwar der Ronny als B Promi bezeichnen. Nein, weil ihr alle als B bezeichnet. So, aber nur, ja. Und dass wir wollten halt wirklich Überraschungen haben, dass aus allen Gebieten, also dass man sowohl denkt wie, ja, kann nicht sein, dass da Roberto Blanco hinkommt, genauso wie auch man, glaube ich, nicht denkt, Jan Hofer würde da mitmachen oder Roger Willemsen oder Bastian Pastewka oder Christiane Paul. Das war einfach der Wunsch, die Leute damit zu überraschen und wir waren da sehr glücklich. Wir haben schon immer jemanden im Hinterkopf gehabt und wir haben auch wirklich fast alle dann jeweils dazu bekommen, dass sie es gemacht haben. Dietmar Wischmeier habe ich dann in dem Rahmen vermisst. Schön war es. Dietmar Wischmeier habe ich dann in dem Rahmen vermisst. Ja, der ist ja kein B-Promi. Der ist B, aber sehr gut. Nein, aber kurz die Geschichte mit Roberto Blanco zum Beispiel. Ich hatte echt ein bisschen Angst erst. Ich dachte, ich habe den so oft in der Mattscheibe gehabt. Wenn der kommt, der haut mir doch aufs Maul oder so. Aber der Witz war, ich glaube, der hat keine Ahnung, wer ich bin. Das war so schön, das war so, hallo, der hat gar nichts mitbekommen. Und die andere super Geschichte, die wir hatten, war, dass kurz vorher die Frage kam von der Agentur nochmal. Der hat ja nun vier Worte im Film. Und dann kam die Anfrage von der Agentur ganz kurz vorher nochmal. Nur noch einmal eine Frage, Herr Blanco, soll der den Puppenspieler von Mexiko in dem Film ganz oder nur zum Teil singen? Und wir gar nicht. Und das fanden wir super, allein, dass also wir nicht uns vorstellen konnten, wie man das Drehbuch so lesen kann, dass man denkt, man soll das nicht singen. Und das Zweite ist, dass Roberto Blanco das fragen muss, weil eigentlich, wenn man ihn im Koma anrüttelt, müsste er doch schon von selber der Puppenspieler von... Ja, weil er den Text lernen muss, hieß es ja. Das ist ja, also das fanden wir sehr verblüffend. Noch jemand? Sie müssen winken oder rufen. Man sieht das so schlecht. Also der Film war ja auf der formalen Ebene auch sehr schön gemacht. Können Sie denn sagen, was das Ganze gekostet hat? Viel Geld. Zu viel. Also es ist ein bisschen teurer als der erste Teil gewesen. Der erste Teil war etwas unter 5 Millionen. Der neue Teil ist etwas über 5 Millionen, ungefähr so bei 5,4. Es ist viel Geld, aber im Vergleich, wenn Sie sich die anderen deutschen Produktionen angucken oder so, sehen Sie bei unserer Produktion wirklich jeden Euro auf der Leinwand. Ja. Wir haben uns schon bemüht, so viel Liebe da rein zu tun wie möglich. Noch eine Frage? Wir wären bereit. Was denn schief gegangen eigentlich? Sie haben sofort gesagt, diesmal ist auch was schief gegangen, was Sie beim nächsten Mal besser machen. Ach nein, also es ist nicht, dass man jetzt sagen kann, dass da wirklich was schiefgegangen ist. Aber es ist natürlich, wenn man so lange daran sitzt, da sind immer tausend Sachen noch, wo man Ewigkeiten sitzt. Und das werden Cyril und Philipp bestimmt bestätigen, wo man einfach immer nur immer wieder denkt, ach, das hätten wir doch besser machen können. Und Mist, und da eine kleine Feinheit hier. Und nächste Mal müssen wir mehr darauf achten oder bei den Figuren mehr darauf oder jenes. Das sind Kleinigkeiten, aber es ist im Vergleich zum ersten Mal wesentlich geringer. Aber trotzdem gibt es ganz viel, wo wir persönlich natürlich immer noch denken, und ich Fehler verraten, ganz glaube, ich Fehler verraten. Wir wären ja blöd, wenn wir das immer verraten. So. Also speziell, ich kann mich selber nicht angucken, ganz ehrlich, wenn der Film läuft oder auch bei TV-Produktionen. Weil ich sehe zu Hause, doch. Ich habe viele Fotos von mir jetzt privat. Nein, aber wenn ich irgendwas sehe, weil ich sehe immer nur die Fehler. Ich sehe immer nur meine eigenen Fehler, weil man eben sehr kritisch drauf guckt. Man freut sich, wenn man hinterher hört, das große Ganze hat dann irgendwie doch gestimmt. Es ist auch wieder so, ich glaube, dass wir, wenn wir den Mittelteil machen, die Fehler des Ersten nochmal wiederholen. Das ist auch so unser interner Plan. Einfach weil man nicht wirklich linear zuspitzend sagen kann, man kann immer mehr Fehler. Man kann aus jeder Erfahrung irgendwie etwas mitbringen. Ich zum Beispiel möchte nie wieder den Satz haben, das ist eine Certain Death 3000 oder speziell Apfelstützen und Dingsbums. Da war bei mir wirklich Schluss. Also ich glaube, für den Satz haben wir sehr lange gebraucht. Wir haben mehrfach noch öfter gedreht. Und zwar in der Nahen, wohlgemerkt, wenn Sie genau schauen, haben unsere Regisseure sich mit Sicherheit dafür entschieden, dass wir das in der Totalen lassen, haben mich aber aus Sicherheitsgründen nur für den Abspann, das nochmal ja, mit der Kamera hier,
noch mal ein paar Mal sagen lassen. Und es war wirklich für mich die Hölle. Weil wir haben das 7 Mal gemacht. Davon sehen wir nur die 3 schlimmsten Takes im Film. Und ich musste danach wirklich so eine ganz arme Pause einlegen. Leute, können wir mal Schluss machen kurz? Ich krieg's echt nicht gebacken mit dem komischen Ding. Weil wir hatten es in der Totale auch schon. Ja, das war so das Problem. Wir haben es gedreht von diesem wegfahrenden Kran am Schluss. Ich hatte es schon gesagt und im Kopf dachte ich, ja komm, fertig, ist weg. Und es war für mich auch weg. Ich habe diesen Text nicht wieder reingekriegt. Und bin dann so ganz arm, musste mir dann so eine Hand über die Schulter legen lassen. Da kam so einer, so komm hier, Junge, du schaffst das nochmal. Und dann ging es dann so ansatzweise. Und nur die Ansätze sind dann in den Outtakes drin, weil die beiden auch gesagt haben, das können wir nicht teilen. Das ist zu scheiße. Schreibt auch nicht nochmal eine Szene rein, wo ich in der Badewanne liege und umgebracht werde, weil das war echt bescheuert. Ja. Da hab ich, also, das schreibt man so und dann denkt man sich auch, das ist doch lustig. Und ich habe nicht daran gedacht, dass das wirklich ein richtig aufwendiger Dreh war. Und ich den ganzen Tag im Neoprenanzug, in der Zwangsjacke, in dieser Badewanne liegen musste. Ich konnte mich nicht mal kratzen oder so. Ich konnte mich nicht bewegen im Wasser. Es wurde immer lauwarmes Wasser dazu geschüttet. Und ich bin nicht. Ja, ich hatte ganz schwere Gewichte auf dem noch auf mir drauf, weil das füllte sich alles mit Luft. Und ich stieg eben dabei immer hoch. Und musste beschwert werden. Also hatte die ganze Zeit so Zeug hier drauf auf dem Bauch liegen und wurde runtergedrückt. Natürlich. Es war furchtbar. Und das den ganzen Tag und ich war so im Arsch am Abend und konnte nicht mehr. Und dann kommen die 2 Arschlöcher und sagen, du, wir müssen übrigens am Samstag nochmal drehen. Und dann ging das nochmal, da mussten wir nochmal die von oben und ich musste nochmal in den Anzug und den ganzen Mist machen. Da habe ich gelernt, nie wieder so Badewannen-Szenen schreibe ich nicht mehr. Kann empfehlen. Der Wichser 1 war damals, glaube ich, nur die 2 erfolgreichste Komödie des Jahres. Ich meine, es war damals Traumschiff Surprise. Oh. Ja, und die Komödie Der Untergang war auch noch dazwischen. Nee, und es stimmt, ich bin noch Otto und die 7 Tage Teil 1. Das Jahr? Ja, es war 2004 alles. 2004 war. Wie sieht es in diesem Jahr aus? Also im Sommer kommt dann ja auch nochmal Bulli mit seinem Animationsfilm. Im Oktober, glaube ich. Wie geht der Kampf diesmal aus? Das können wir nicht beantworten. Entschuldigung, wir können Der Untergang 2 kommt ja auch. Und der das Untergang 2 kommt ja auch. Ich glaube, das ist Erfolg, kann man nicht im Voraus planen oder irgendwie versprechen. Ich glaube, der Bulli-Film, können wir korrigieren, kommt im Oktober. Aber also wir haben das auch, glaube ich, damals nicht als Wettlauf gesehen. Wir haben uns ehrlich gesagt gefreut. Und ich glaube, vor allem die Kinobesitzer haben sich sehr gefreut, dass das spezielle Jahr 2004 ein unglaublich erfolgreiches Jahr war für den deutschen Film. Es gab ja auch noch eine Helge Schneider-Komödie in diesem ja, 2004, es gab noch einen Harpe-Kerkeling-Film, es gab noch Germanicus, also das war irgendwie ein ziemlicher Komödien. Gut, ja, gut. Aber es gab halt... Die größten Erfolge. Die größten, ja. Es war halt für das deutsche Kino. Wir wissen nicht, wie es dieses Jahr ist. Ich meine, mit Mein Führer und was kommt, Uli Herbig kommen noch ganz viele andere kleine Komödien. Schauen wir mal. Mit was für Gefühlen sehen Sie eigentlich den Kritiken zu diesem Film? Den Kritiken? Also ich kann für mich persönlich sagen, ich bin dieses Mal sehr entspannt. Und zwar, wer ihn nicht mag, der mag ihn nicht, weil das ist natürlich eine Geschmackssache. Aber es ist sehr entspannt, mit dem Gefühl irgendwie rauszugehen, wir haben irgendwie alles gemacht, was man machen kann. Also wir sind zufrieden, wir sind glücklich mit dem Produkt. Und wir haben bisher das Gefühl, dass es den meisten Leuten auch gefallen hat. Und das ist wichtig. Und beim letzten Mal, wie gesagt, wo so viele Sachen waren, wo man selber etwas Bauchschmerzen hatte, da ist es sehr viel schwerer, dann rauszugehen und zu sagen, du, ich freue mich ja trotzdem, dass der ist, aber ich weiß, ich ärgere mich über so viel, was ich falsch gemacht habe oder so. Und deswegen kann ich nur für mich sagen, ich bin sehr gespannt, natürlich, und ich werde weinen über jede schlechte Kritik, aber ich werde mich auch freuen über jede gute und freue mich einfach und hoffe, dass es den Leuten so viel Spaß gemacht hat wie uns. Wenigstens einigen vielleicht. Nee, noch mehr? Christiane freut sich. Ja, eine Frage zu den Anspielungen. Wie schwierig genau war es da, abzuwägen, was wird verstanden und was ist vielleicht zu sehr ein Insider? War einem das wichtig, dass das von vielen erkannt wird? Oder hat man das auch zum Teil für den eigenen Geschmack gemacht? Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, unglaublich viel von dem, was wir versucht haben einzubinden an Anspielungen, aber auch an den Rest, haben wir sicherlich auch, um uns zu gefallen, gemacht. Das ist schon mithin eigentlich immer ein erster Gedanke. Was würden wir an der Stelle tun? Man kann auch manchmal gar nicht anders beginnen, wenn man bei der Bucharbeit ist. Wir haben Anspielungen gemacht, von denen wir wissen, dass sie viele erkennen. Beispielsweise die 24-Sequenz ganz am Anfang. Wir wissen aber auch, dass es mit Sicherheit nicht alle erkennen. Beim ersten Film, um das nochmal zu sagen. Ja, welcher gestandene Mann über 40, der den Film sieht, würde zugeben, dass er die Dirty Dancing-Sequenz erkennt? Ja, es gibt die Dirty Dancing-Sequenz. Ja, genau, mein Tanzbereich und dein Tanzbereich. Völlig richtig. Völlig richtig, genau. Das ist genau der Punkt. Entschuldige. Meine Eltern haben den gesehen zum Beispiel. Dirty Dancing. Das tut mir leid. Das war doch die
Ja, aber ja. Ich glaub, es geht darum, das sind so Kleinigkeiten, die man im Film entdecken kann. Aber wenn man sie nicht entdeckt, dann funktioniert der Film trotzdem. Wir gehen davon aus, dass manche Sachen viele... haben wir wirklich für uns gemacht. Also Beispiel die Szene, wo man denkt, Bastian hat einen Kopfschuss und dann merkt man, das ist der Spiegel. Oder die schöne große Wählscheibeneinstellung, wo der Blackie wählt. Das sind halt wirklich, das sind Original-Wallace-Zitate. Das sind jetzt keine Gags im engeren Sinne. Aber sagen wir mal, der eine Wallace-Nerd von 1000, die ins Kino gehen, freut sich ein Loch. Und für den haben wir das gemacht. Ich glaube, das ist... Ja, also das Interessante ist, in unseren Test-Screenings und wenn wir ein ganzes Kino voll hatten, man merkt immer, die Leute lachen immer anders. Und es gibt, die Erwachsenen lachen sich kaputt über Bates Hospital, die Jugendlichen, großes Fragezeichen über den Kopf, Bates kennen die gar nicht mehr. So genauso die etwas älteren Zuschauer, die nicht mit 24 anfangen können. Ich glaube, wir sind diesmal sehr breit aufgestellt und wir wollen auch diesmal Witze machen für... kleinere Gruppen und wir sind, glaube ich, sehr breit abgedeckt damit. Das ist, glaube ich, das Wichtigste daran überhaupt. Es besteht hier in Deutschland gerade wirklich so eine große Angst und das war auch noch beim ersten Mal so, dass immer diskutiert wird, wer versteht das und wer nicht. Und genau das macht ja, finde ich, eine gute Komödie aus, dass nicht jeder über jedes lacht, weil das wird nie funktionieren. Wenn man versucht, Witze zu finden, die jeder versteht, dann ist es irgendwie eben nicht mehr lustig. Und wir haben deswegen einfach so viele verschiedene Sachen versucht reinzubringen, wo wir dachten, irgendwer versteht den versteht der, den findet der gut, den findet der doof. Und so muss es eigentlich sein. Würde uns nichts bringen, und sagen wir mal, dem 24-Publikum anzubiedern. Ja, also ich meine, die Fans von 24, wenn sie beinhart sind, werden sagen, ich fand die Komödie nicht witziger, nur weil es ein kurzes Zitat gegeben hat. Das ist eben auch der Umkehrschluss, über den wir uns immer sehr bewusst waren. Wir machen es eben auch, weil wir sagen, es muss sein. Die Wallace-Welt ist eine komplett andere als die 24-Welt. Und der teilen wir mit dem Satz von Wolfgang Völz, dann mache ich uns doch erstmal einen schönen Kaffee, auch erstmal eine Absage. Weil bei 24, glaube ich, habe ich noch nie einen Kaffee trinken sehen, weil die Zeit dafür immer gar nicht haben. Weil irgendwie, ich glaube, irgendwie ein Krankenhaus gerade kontaminiert ist, während Jack Bauer einen Hubschrauber holt und die Atombombe droht. Ne? Und das ist in dieser kleinen, beschaulichen Wallace-Welt auch gar nicht möglich. Und deshalb, glaube ich, haben wir das eingebaut. Was auch ganz rührend ist, dass viele junge Leute sich dann so ihre eigenen Wahrheiten wieder suchen. Es gab im Testscreening einen, der war irgendwie, keine Ahnung, 16 oder so, und der meinte, dass diese ganze Schwarz-Weiß-Nummer nur in diesem Film ist, damit zum Schluss diese Sache mit den Drähten funktioniert. Und das ist dann absurd, ja, aber er hat dann irgendwie so seine Wahrheit da gefunden. Ja, und auch schön aus dem einen Screening war es, die Autofahrt, die wir gemacht haben und die wir so haben wollten, dass sie auch wie in den 60er Jahren eben gemacht ist, mit so einer Rückpro, die nicht passt und so. Und da kamen dann auch mehrere junge Leute, das sah scheiße aus, das war nicht so, der auch nicht passt und so. Das war, der Effekt war nicht gut. Da sagt immer, da müsst ihr nochmal ran. Das ist immer, kommt immer dabei, Pause. Aber es ist halt auch kein Grund, das dann wegzunehmen, weil die fünf Menschen ihren Fragen, mein Gott, da sah das scheiße aus mit dem Auto hinter. Die haben selber schon. Ja. Wie viele Gags zum Beispiel bei Nackte Kanone haben wir beim ersten Gucken nicht verstanden? Ich zum Beispiel wusste, als ich das erste Mal Nackte Kanone gesehen habe, nicht, dass auch das eine Persiflage ist, aber eine Lee Marvin-Polizei-Cop-Serie aus den 50ern mit dem Namen? M-Squad, ja. Das weiß kein Mensch. Man hat trotzdem einfach, also ich habe brüllend darüber gelacht. Und ich glaube auch, dass wir nicht zu viel Wallace-Kenntnisse voraussetzen jetzt bei unserem Film. Man versteht ihn, glaube ich, ohne dass man den Schwarzen Abt und den Mönch mit der Peitsche gesehen hat. Aber ich glaube, der Film macht Lust auf die Originalserie. Und alle, die vielleicht dann vermehrt, irgendwo bei Kabel 1 werden die ja gerne mal so in Doppelpacks am Samstagabend wiederholt. Wer da reinschaut, wird sofort erkennen, wo wir große Teile unserer Inspiration her haben. Noch jemand? Vielleicht einfach laut rufen. Ja. Ist das der B-Promi-Mann? Nein. Okay, alles klar. Eine Frage an die drei Drehbuchautoren. Ihr habt ja auch Hauptrolle gespielt. Habt ihr irgendwie zumindest anderthalb Minuten darüber nachgedacht, vielleicht auch an die Regie zu wagen? Nein. Also es war irgendwann, wir wussten lange Zeit nicht, wer die Regie machen soll. Und das war natürlich auch eben erstmal ein Wagnis, weil das könnt ihr ja auch gleich nochmal erzählen, wie das für euch war. Weil die beiden hatten jetzt, die Vita, sage ich mal, von Spielfilmen im Kino vorher war, nett gesagt, sehr kurz. Also so um die Null. Und da haben wir natürlich schon einen Moment überlegt, wie ist das und so. Aber ich wusste auch ganz klar, also wenn wir haben schon so viele Sachen, die wir da selber irgendwie übernommen haben. Regie wäre einfach eine Nummer zu viel. Außerdem brauchen wir selber als nicht gelernte Schauspieler viel mehr Führung von jemand anderem. Und deswegen waren wir so glücklich, dass wir
dass wir die beiden gefunden haben. Und es war nach kurzer Zeit eigentlich absolut klar, dass wir dachten, ja, das funktioniert, weil wir sahen, bei der Arbeit an dem Buch kamen so tolle Hinweise und so tolle Ideen, dass wir gleich sagten, die haben komplett verstanden, was wir wollten. Und da war es für uns auch ein leichtes, uns dann in die Hände zu geben. Wir haben lange und immer weiter hart diskutiert an allen Kleinigkeiten, aber so, wie es Spaß macht, also dass man dann immer merkt, wow. Und das ist das, was dieses Mal auch wirklich so befriedigend und so schön für uns war, dass wir auch beim Gucken gemerkt haben, was davon von der Regie von den beiden dazugekommen ist. Also was man sich im Buch gar nicht gedacht hat, sondern wie viel mehr noch daraus geworden ist und wie viel tolle Ideen und was einfach nur durch den Look und durch das Ganze, was die beiden reingebracht haben, entstanden ist. Und da bin ich extrem glücklich und dankbar für. Warum denn zwei Regisseure? War einer nicht genug oder gab es nur? Wir haben zwei Regisseure aus dem Kanal. Kann die nicht trennen. Also das ist, seit 98 Jahre. Kennen wir jetzt die 1998 Cyril und Philipp. Wir haben eher kleine Sachen vorher gemacht, was nicht passt, wird passend gemacht, die Fernsehserie, die Märchenstunde. Und sie haben dann auch verschiedene Episoden der Märchenstunde für uns gemacht. Und das Faszinierende war schon immer, wenn Cyril und Philipp etwas sagen, dann haben sie untereinander schon so gestritten und es ist schon sozusagen der erste Streit hinter sich. Sie reden dann mit einer Meinung, aber diese Meinung ist dann schon sozusagen durch den Prüfstand von beiden gegangen. Und wir haben alles versucht, sie gegeneinander auszuspielen. Ja. Ja. Und ich habe sehr gemerkt, das ist so, sie kennen sich einfach so gut, die ergänzen sich so gut. Einer steht dann vorne an der Combo, der andere ist bei den Schauspielern, die hatten sich da so kleine Walkies organisiert, mit denen sie dann miteinander gesprochen haben. Und das funktioniert so gut und so blind zwischen den beiden, dass das eine echte Bereicherung ist, weil wir nicht wirklich nur einen Regisseur da haben, sondern wir haben zwei Regisseure, vier Augen, die das Ganze durchdenken, die jeden Gag nochmal von allen Seiten beleuchten. Und ich muss sagen, es war eine richtig tolle Erfahrung zu sehen, wie sie mit Kurzfilmerfahrung und mit Erfahrung aus dem Fernsehbereich halt so eine große Sache stemmen, weil sie genauso wie wir alle wahnsinnige Filmenthusiasten sind. Die kennen die ganzen alten Filme, die ganzen Zitate und deshalb ist auch so viel drum wiederzufinden. Außerdem ist es der zweite Teil, da kann man auch zwei Regisseure nehmen. Und das nächste Mal wollen wir drei haben. Wird schwer, wenn wir dann Teil 21 machen, wie jetzt bei Bond oder so, aber dann wird es ziemlich voll am Set, aber mal gucken. Da. In dem Medium. Der Angel ist zu kurz. Neben dieser wunderbaren Bond-mäßigen Filmmusik, die man hier hören konnte, die mir auch schon im ersten Teil sehr gut gefallen ist, ist natürlich Madness als alter Musikfilm-Fan für mich schon sehr überraschend. Madness, hallo, in einer deutschen Produktion. Ja, die leben noch. Wie seid ihr an die rangekommen? Ja, die Frage muss wohl ich beantworten. Weil ich bin wirklich der wahrscheinlich noch größte lebende Madness-Fan in Deutschland und es war immer mein Traum, irgendwie die da reinzubekommen. Im ersten Teil hatten wir auch als Abschlusssong einen Song von Madness, haben es aber nicht geschafft, mit ihnen in Kontakt zu treten. Deswegen war es dann nur eine gecoverte Version, die wir dann da drin hatten. Und dieses Mal, ich wusste einfach von Anfang an, als wir das Treatment schon gemacht haben, hatte ich im Kopf, It Must Be Love ist der perfekte Abschlusssong. Vom Text her, von allem her. Und das muss irgendwie mit diesem Bild anfangen, an der Tür mit Abschied nehmen. Und da konnte ich zum Glück auch alle von überzeugen. Und dann haben wir wirklich versucht, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und haben es geschafft, sie wirklich eben dazu zu gewinnen, den Song neu aufzunehmen, einen neuen Song noch zu machen, arbeiten jetzt auch gerade an einem Album. Und dann ist für mich persönlich der größte Traum überhaupt wahr geworden, also schöner als alles andere eigentlich noch war, dass wir dann im letzten Jahr in London mit Madness zwei Musikvideos gedreht haben, die dann jetzt auch noch demnächst kommen werden. Und das zwei. Und das war einfach fantastisch. Also das ist so, mir kann jetzt nicht mehr viel passieren. Ich kann mir immer das Video angucken und mir geht's wieder gut. Es erscheint als erstes die Titelsingle von den Dead 60s, Ghostface Killer. Und danach kommen dann die Madness-Singles, NW5 und It Must Be Love als Doppelsingle. Aber Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben uns jemanden geholt, einen Musikberater, der dann sagt, okay, ich versuche euch irgendwie in Kontakt zu machen, das hat nicht geklappt. Dann sind wir an irgendeinen alternden Manager gegangen in London, der wiederum einen Kontakt hatte zum aktuellen Manager von Madness.
dann standen wir da auch mal alle Mann, Regie, Olli und so, auf so einer Zirkuszeltvorführung von denen, sind erstmal stundenlang warten gelassen worden, haben die dann getroffen, die Hälfte war nicht mehr nüchtern, die andere Hälfte zugekifft, haben ihnen dann versucht, unser Filmvorhaben zu erklären und die wollten nur, geht wieder, geht. Aber ja, irgendwie, also ganz war es nicht, aber ich muss im Laufe der Zeit der Witz war, der Witz war eher so, da kommen irgendwelche lustigen Leute und sagen, ja, wir sind from Germany and have a comedy, haha. Das widerspricht sich erstmal schon. Und da wussten die, es wäre genauso, als wenn irgendwie zu uns vielleicht Leute kämen und sagen, hey, das sind die Nummer 1 in Dänemark und das ist ganz cool und wollt ihr nicht. Die konnten damit einfach erstmal nichts anfangen. Und die haben sich das angesehen und fanden das schon alles toll, aber mit England, dann mit Management und so weiter, da irgendwie auf einen Nenner zu kommen, das ist einfach eine sehr schwere Arbeit. Und das ist eine Band mit 7 Mitgliedern, die alle vollwertig dabei sind. Und bis man da irgendwie nur von allen mal ein Okay oder so bekommen hat, oder da gibt's auch, es gibt keinen Kontakt, den man da hat, den man mal anrufen kann und sagen kann, hallo, wie sieht's denn aus? Das war echt ich musste sehr hartnäckig da nach London zu den Konzerten, dann nochmal nach London und so weiter. Aber dass das geklappt hat, ist großartig. Und der Videodreh und alles mit denen hat einen solchen Spaß gemacht. Also das war wirklich der Hammer. Dass wir diese ganzen Gesangsaufnahmen zu It Must Be Love, yeah, so ein bisschen ins Blaue hineingedreht haben. Also yeah. Wir haben einfach gehofft, dass das klappt. Haben euch da immer singen lassen in diversen Situationen und einfach gehofft, dass die dann auch zusagen. Weil es wäre alles. Ja, aber wir wollten halt schon, dass man auch noch ein Bild kriegt, dass die wirklich auch selber mitsingen. Also dass wir sie auch noch bekommen für den Abspann, und das war natürlich ganz toll. Und das Singen hat aber eigentlich allen am meisten Spaß gemacht, vor allem auch Christiane, die sich da sehr gerne dran zurückerinnert, oder? Das war doch dein schönster Tag eigentlich. Das war total gemein, weil die hatten mir das überhaupt nicht gesagt, und ich bin nicht so musikalisch. Und dann hieß es, ich soll was singen, was ich nicht kannte, und einen Text, den ich mir nicht merken konnte. Und ich habe aus lauter Verzweiflung, weil ich natürlich auch nicht zickig sein wollte und unprofessionell, habe ich total angefangen zu weinen. Mir liefen die Tränen, meine Maske war völlig außer sich, weil ich konnte überhaupt nichts machen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich konnte jetzt nicht auch nicht wegrennen. Aber ich konnte auch nicht singen, weil ich kann es ja nicht. Und ja. Ich kniete vor ihr in der Gummizelle, weil das ging um dieses Bild, was man am Ende sieht, eben, wo wir an der Tür stehen. Und ich habe vor ihr gekniet und immer, komm und du schaffst das und so. Und das war wirklich so rührend und so niedlich. Und das Bild ist dafür so schön geworden, weil die Tränen in den Augen waren eben echt. Das war wirklich deswegen ist das so besonders schön geworden. Aber eine Methode, die ich nicht weiterempfehle, es war echt furchtbar für mich. Ich habe mich so geschämt. Und es ist so schön geworden. Und wenn man richtig hinguckt, ich singe eben auch gar nicht mit. Nur Teile. Aber das macht ja nichts. Weißt du, du hast dafür so intensiv geguckt. Ich gucke mich gar nicht mehr, fast verrückt geworden. So, ich glaube, alle Fragen sind beantwortet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, der Film kommt am 22. März ins Kino. Wir sind sehr froh, dass wir am 11. März die Premiere machen werden. Das ist nämlich der 80. Geburtstag von Blacky Fuchsberger. Und das wird, glaube ich, ein großes Comeback nach 33 Jahren auf der Leinwand. Und ja, wenn Sie es gut fanden, hoffen wir, freuen wir uns auf Ihre Kritiken, auf Ihre Berichte. Und ja. Ich schreibe es einfach gar nicht. Vielen Dank. Das war die Pressekonferenz. Vielen Dank, dass ihr euch die mit Geduld angehört habt. Und ich hoffe, ihr habt sehr viel Interessantes über Neues vom Wichser erfahren. Zum Abschluss gibt es noch einige Aufnahmen vom Fotocall mit Bastian Plasetka und Oliver Kalkofe. Und ich danke einfach fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und dann hier zum Schal. Mit James Bond, bitte. James Bond. Jawohl, ja, sehr schön. Sehr schön. Und Karate Kid vielleicht noch? Ja. Ja, jawohl. Dann noch kurz zu mir, bitte. Und dann einmal weiter zur Brille. Halt ein bisschen tiefer, Olli. Ja, okay. Und zur Brille schauen, hier. Und macht eine typische Handbewegung. Ja, eine typische Handbewegung. Ja. Nein, die macht der. Super, genau. Ja.
Genau. Ja, ruhig hoch, die Hand. Die Hand. Ja. Jetzt die Blicke zu mir. Genau. Und auch bitte Hände machen. Oliver, ein Blick nochmal bitte. Oliver, ein Blick nochmal bitte. Jawohl. So ist das schön. Jawohl. Sehr schön. Natürlich. Sehr schön. Geht's noch? Dankeschön. Wir warten auf Herrn Schlebbe.